Erstmal wachgeworden mit einem Wassereimer am Ende. Aufstehen. Hier wird nur gearbeitet, Freunde. Das Bett wird schon irgendwie trocken. Das wird niemals trocken. Boah, cool. Der ganze Boden. Ein Wassereimer? Ich zeige dir jetzt, wie es geht. Unser Bro Robert ist heute den ganzen Tag weg. Das bedeutet, ich habe den ganzen Tag Zeit, ihn eine Überraschung vorzubereiten. Um es rechtzeitig zu schaffen, brauche ich Verstärkung, also Felipe! Du willst mit mir kommen zum Toys R Us und da werden wir das Zeug kaufen, das wir brauchen. Und Sergej! Du wirst die Bibi-Posters alle abnehmen und im Robzimmer stecken. Das Ganze mit Bibi-Posters ist nur eine Ablenkung. Der echte Prank kommt gleich danach. Jetzt geht es zum Toys R Us, um etwas einkaufen, um unsere Wassereimer zu upgraden. Im Toys R Us angekommen, jetzt suchen wir nach Schleim, Bro. Schleim. Das ist unser Upgrade. So, es musste hier in die Kinderabteilung sein. Genau das, was wir brauchen. Schleim haben wir endlich. Und jetzt suchen wir mal nur ein paar vernünftige, gute, großen Eimer. So, los geht's. Passt. Schleim und Eimer haben wir. Jetzt gehen wir mal kurz nach Hause und bereiten alles vor. Sergej! Hast schon alles erledigt? Guck mal, all die Bibis sind weg. Und jetzt die ganzen Bibis-Foto wieder hier aufhängen. Und jetzt endlich kommt der Schleim-Tutorial. Versuchen wir jetzt die erste Tüte. Mal sehen, was geschieht. Riecht richtig gut. Boah. Bist du reingreifen? Wow, was ein schönes Gefühl. So weich. Wow, guck mal hier. Man musste ein bisschen warten und jetzt ist das perfekt. So ekelhaft. Versuch mal. Nein. Versuch. Nein! Du musst das am Ende putzen, so, du weißt. Ich oder Roberto oder... Er. Ja, Felipe wird alles putzen. So, was kann so die Kleidung so beschädigen? Nein. Nein. Ich hoffe es. Also, Bibi Room ist nur eine Ablenkung. Er denkt dann, boah, okay, das war's. Aber erst jetzt kommt die Überraschung. Er wird in die Küche gehen und hier, er wird von 3 Seiten angegriffen. Felipe wird der erste Bucket auf ihn draufschütten. Dann Sergej von hier. Es ist alles ready. Er muss in so einer halben Stunde hier sein. Hier stehen schon all die Buckets. Er kommt, er kommt! Welcome back, Bruder! Alles klar, diese Füße. Wollte so einfach vloggen. Halt die Fresse, kleiner Pisse. Nee. Welcome home, Romy! Bro! Sorry, ist ja nicht Besseres eingefallen. Ich hab keinen Bock, das aufzuräumen, Alter! Jeden musst Tag du! Muss ich das machen, jetzt muss ich das aufräumen! Richtiger macht er so einen Prank und baut den auf mich selber um. Ja, sorry, hat er keine besseren Ideen. Du Wichser. Ich dachte echt so, Falco, wenn der einen Room-Prank macht, dann habe ich nachher so eine riesen Drohne an die Wand gemalt. Das würde mein Traum sein. Ja. Wow! Ich bin so müde, ey. Das kann ich nicht vorstellen. Die Bilder müssen wir noch verschicken. Voll viele, ja, die geschenkt haben. Ich verschicke die jetzt gerade. Ich pack die einfach alle zusammen. Ich habe keinen Bock mehr, dass die hier sind. Ich auch nicht. Das war's, Bruder. Gute Nacht. Komm mal was essen jetzt. Das stinkt hier so krass in der Wohnung. Weil meine Socken stinken jetzt auch krass. Ja, ja, stinkt voll beide, Alter. Logisch, Alter, das ist da unterliegt. Hey, hey! Das, Digga, das ist sauber, Alter. Was ist das? Also war das alles so ein Fake-Fight. Digga, ich war gerade hier drin. Du hast lass dich schon so fake geopfert. Boah. Aber egal, heftiger Prank. Eine Sache sag ich dir, Franco. Du hast keine Nacht mehr in Ruhe geschlafen, du Pisser. Hier wird nur gearbeitet, Freunde. Ab jetzt fängt die Prank-Saison an. Das ist klar. Echt. Versteckte Kamera. Gönnt euch sauber machen, das Ding. Boah. So viel Arbeit. Gönnt euch richtig. Aber egal, warte, ich hab eine Idee. Du fliegst voll auf die Fresse. Oh, oh. Aber das funktioniert. Also, nee, du warst kalt. Scheiß drauf, das ist jetzt sauber, ich liebe. Hast du aufgenommen, wie ich mich maul? Ja, 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 voll. Drei Kameras. Die Mission ist erfüllt mit auch einer kleinen extra Überraschung. Der Prank war halb so cool wie das, dass Sergej sich auf die Fresse geworfen hat. Ja, das war das Ding. Es musste ihm passieren. Das ist so heftig eigentlich. Ich hätte besser wollen. Es ist nicht passiert. Also Freunde, gebt mir mal 20 Millionen Likes nach oben. Vergesst nicht ein Polly-Chat, Daumen hoch und ein Abo. Und wir sehen uns zum nächsten Video, zum nächsten Prank, zur nächsten Zeichnung, wer weiß was. Bis zum nächsten Mal.